Dass man als Künstler und als Musiker nicht unbedingt im Mikrokosmos Musik gefangen sein muss, beweist der nächste Künstler, der nächste Beitrag, Wolfgang Flür, bekannt geworden durch die legendäre Formation, langjähriges Mitglied von Kraftwerk. Heute als Autor tätig, lange hat er hat ganz viel gemacht, er ist überall in der Kunst unterwegs, gehört sicherlich zu den wichtigsten deutschen Musikern. Heute ist er Autor und hat ein Buch geschrieben, das heißt Rheinland-Grotesken, und daraus wird er uns heute etwas präsentieren. Viel Spaß, Wolfgang Flür! Liebe Hamburger, liebe Gäste, lieber Kollege Karl Bartos, ich begrüße Sie zu dem heutigen Abend. So wie eben war das früher eben bei Kraftwerk, elektrisch Schlagzeug spielen. Das bestimmte so die erste Hälfte meines Lebens. Das macht auch heute manchmal noch Spaß, aber wie die Dinge manchmal sich so ändern, soll die zweite Hälfte meines Lebens eine andere Sache, ein anderes Medium füllen, die Schriftstellerei. Wie kommt sowas? Ich hatte vor Jahren meine Autobiografie bei Kraftwerk geschrieben, auch von meiner Kindheit, von meiner Amateurzeit. Ich war ein Roboter, ein sehr erfolgreiches Buch, das in 5 Sprachen übersetzt wurde. Und dabei habe ich die Leidenschaft am Schreiben entdeckt. Nun, wenn man eine Autobiografie beendet hat, zu dem Zeitpunkt, zu dem man Gott sei Dank noch lebt, sonst wäre es ja keine Autobiografie, dann hat man in dem Moment ja nichts mehr zu erzählen. Dann muss man eben erfinden. Das habe ich dann gemacht. Und über die Jahre sind so einige skurrile Geschichten entstanden über die Rheinländer, die ich so täglich erlebe. Später mit meiner Co-Autorin Suhal Korkmaz, die heute Abend auch hier filmt, das Buch immer weitergetrieben und weitergetrieben. Und am Ende kam eine Sammlung von Grotesken, anders kann man es nicht nennen, heraus, die wir dann so über die Jahre uns als Untertitel Rheinland-Grotesken genannt haben. Dieses Buch, darf ich heute glücklicherweise bekannt geben, hat letzte Woche mit dem Schad Verlag aus Oldenburg einen Verlag gefunden, er wurde unterzeichnet. Das bedeutet, dass das Buch jetzt auch im Frühjahr herauskommt. Da darf man es käuflich erwerben. Man kann mich auch überall, wo es geht, bei Lesungen erleben. Die mache ich sehr gerne und sehr viel. Ich möchte Ihnen heute Abend ein Kapitel daraus vorlesen. Eins der ersten, das wir zusammengeschrieben haben, meine Co-Autorin und ich, heißt »Neben mir«. Sie denn machen, wenn Sie mit so einer zusammen wären? Duisburg, Mercatorstraße 12. November 2002, 1.05 Uhr. Rechtwinklig will sie ihr Kopfkissen. Und aufgeschüttelt. Und rein. Also tut sie es. Schütteln, zurechtklopfen, viereckig machen und glätten. Wie jeden Abend. Seit 30 Jahren immer dasselbe Ritual. Jede Nacht nach dem letzten Fernsehen, wenn ja fast schon die Augen zufallen davon, klopft meine Frau ihr Kissen in eine ihr angenehme Form.
das ganze Vorbereitungsritual für das Schlafengehen von meiner Frau und mir ist recht nervend. Richtig Arbeit, das muss wohl so sein, obwohl ich eigentlich überhaupt keinen Bock darauf habe. Auch ein Glas Wasser muss in perfekter Entfernung neben mir auf dem kleinen runden Rolltischchen präsent sein. Und zwar leicht angewärmtes Wasser, damit es an den Zahnhälsen nicht so schmerzt. Genau so weit weg muss es von mir stehen, dass ich das Glas nachts mühelos mit der linken Hand erreichen kann, wenn ich aufwache und Durst verspüre. Und ich wache oft auf, an Tiefschlaf kaum zu denken, und habe immer sofort Durst. All das ist aber nichts gegen das ständige Positionssuchen von meiner Frau. Das darf ich Ihnen verraten. Noch nachdem bereits das Licht gelöscht ist, räkelt die sich nämlich ewig unter ihrer steif gebügelten Bettdecke hin und her, dreht immerzu von der einen Seite auf die andere, zieht ihre Beine an den Körper und streckt sie wieder und wieder und reibt dabei die spröde Haut ihrer geschwollenen Füße aneinander. Oh, wie ich das hasse, wissen Sie? Und dann dreht sie sich erneut um und um. Aber das ist noch nicht alles, glauben Sie es nur nicht. Sie macht nämlich dauernd solch schmeckende Geräusche mit ihrem Mund dabei, als wenn sie die Situation auch noch genösse. Das mit dem Schmatzen hasse ich am allermeisten, weil es einerseits so genüsslich klingt, andererseits aber auch wieder wie klebrige Spucke. Was aus ihrem Mund kommt, ekelt mich schon an, das muss ich gestehen, von den Gerüchen ganz zu schweigen. Und ständig bewegt sich die gesamte Matratze und versetzt auch mich in Schwingung, so dass es mich ganz irre macht. Seit 30 Jahren kann ich mich nicht daran gewöhnen. Es ist mir einfach zuwider, wenn ich nicht in Ruhe gelassen werde beim Einschlafen. Ich selbst habe da überhaupt keine Probleme mit. Wenn ich mich hinlege, dann geht das ein-, zweimal hin und her mit dem Umdrehen. Dann habe ich schnell meine Position gefunden und die Lage akzeptiert. Die ist sowieso immer dieselbe. Auf der linken Körperseite liegend, die Beine angewinkelt, die Arme ebenso und die Hände wie zum Gebet gefalteten unter die linke Gesichtshälfte gelegt, so als ob ich sie dort verstecken will. Und dann immer diese Wellen. Laufen wie verrückt, laufen wie von einem fernen Beben, die meinen Körper auf und ab bewegen. Sie müssen nämlich wissen, dass die Matratze unseres Bettes aus einem einzigen großen Stück Schaumgummi besteht. Da überträgt sich einfach alles auf den anderen. Jede noch so kleine Bewegung bringt da Schwingung. Das Dumme ist nämlich, dass meine Bettseite zum offenen Zimmer hin liegt, von wo man leicht aus dem Bett aufstehen kann. Von ihrer Seite geht das schlecht. Sie liegt an der Wand. Und da kommt man nur ziemlich unbequem heraus. Also muss ich immer gehen, wenn was fehlt. Und wenn ich weg bin, pickt sie sich doch glatt die besten Sachen aus dem Salat, wissen Sie? Das ist doch eine Gemeinheit, meine ich, wenn sie mir gar nichts gönnt, obwohl ich es schließlich bin, der die Abendbrotsachen zurecht macht. Während wir uns also dort immer wie mechanisch bedienen, fallen natürlich Krümel zwischen die Plumeaus. Das Laken lässt sich kaum vermeiden. Und wenig später, wenn wir uns dann räkeln, ist es mir ein wahres Gräuel, wenn ich immer wieder mit biegenden Brotkrumen oder Salzkörnern oder scharfkantigen Partikeln von Kartoffelchips in Kontakt gerate. Herr, ist das eine Qual, bis wir uns einmal gesäubert, geordnet und zur Ruhe begeben haben. Das kann ich Ihnen vielleicht flüstern. Später, in der Nacht, so behauptet meine Frau, fing er erst dann erst richtig an. Sowas käme nämlich manchmal aus meinem Rachen, sagt sie. Aber guter Gott, was könnte ich dagegen tun, wenn es stimmt? Vielleicht ist das ja mal der Fall, wenn ich gerade dabei bin, in den schönsten Schlaf zu verfallen. Sie kennen das bestimmt auch, nicht wahr? Ich meine nicht das mit dem Schnarchen, sondern das mit dem schönen Gefühl des Wegtretens in die skurrilste aller Welten. Und gerade dann kommt von nebenan ein alles zerstörendes Psst. So was sagt meine Frau dann nämlich immer, und laut vielleicht, sie
Sie weckt mich brutalst auf mit Ihren blöden Ermahnungen, wissen Sie, sodass ich mir ein ganz schlechtes Gewissen habe, weil ich Sie beim Schlafen störe. Die Frau weckt mich auf, damit ich Sie beim Schlafen störe. Ja, augenblicklich, um mich beim Namen zu rufen. Ja, Namen rufen, Sie haben's gehört. Die Frau scheint gerade darauf zu warten, dass ich anfange zu schnarchen. Ist doch pervers, wie? Und wenn sie mich bei meinem Namen ruft, dann habe ich auch sofort ein schlechtes Gewissen. Genau wie früher, wenn ich in der Schule eine Klassenarbeit mit einer schlechten Note zurückbekommen habe. Ich habe sowieso nie was Gutes geschrieben. Und deswegen kann ich diesen Ton schon gar nicht leiden. Eben weil er so demütigend ist. Oh, wie oft hätte ich die Vettel neben mir erwürgen können, wenn sie mir so die Naht verkratzt mit ihrem üblen Befehlston. Halt! Lass das! Aufhören! Oder eben dieses nervtötende Psst. Macht mir einfach meine Idylle kaputt. Ich packe die nicht mal an. Die kriegt doch überhaupt nicht mit, was sie für einen Verdauungslärm entwickelt in ihrem blöden Blähbauch. Joj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 
mir Geschichten vorgelesen. Das war vielleicht toll. Da habe ich mich immer als sein Großer gefühlt und dann hat er mich gestreichelt. Überall. Ganz sanft war Vater dabei und ich habe das vielleicht genossen. Ein paar Mal hat meine Mutter mich aber aus seinem Bett geschmissen und ihn angeschrien, dass er sowas nicht machen dürfe. Ich habe nie verstanden, warum. Es war doch so schön. Mein Vater war auch schön. Und er hat viel gelacht mit mir. Meine Frau ist eher wie meine Mutter, die schon früh gestorben ist. Die wusste immer, was zu tun ist. Und hat die Familie regiert wie ein General. Streng war sie und oft ungerecht und selten habe ich sie lachen sehen. Auch zu meinem Vater war sie streng, das habe ich früh gemerkt. Der Gute war oft traurig wegen ihr, weil sie ihn ein paar Mal vorübergehend verlassen hat, später ganz. Und da hat er mir immer leid getan, wenn er so verzweifelt war. Ich bin dann immer zu ihm gegangen und habe ihn getröstet. Und dann hat er mich zu sich ins Bett genommen. Mein Vater war wirklich toll. Es war schlimm für mich, als er gestorben ist. Ich stehe jetzt ganz leise auf, um meine Frau nicht zu wecken. Und mache, was ich mir schon lange überlegt habe. Ich hole mir in der Küche das große, besonders scharfe Tranchiermesser und schneide mir eine dicke Scheibe Graubutter. Dann öffne ich eine Dose Wildsardinen, greife mit der bloßen Hand hinein und belege das Brot. Das riecht ganz schön fischig. Öl tropft mir von der Hand. Ich beiße ins Brot. Schmeckt gut. Dann hole ich ein dickes Frottee-Handtuch aus dem Badezimmer. Eines, das so steif ist von ihrem blöden Auskochen, dass man nach dem Übel jemand damit erschlagen könnte. Als ich noch kaum zum Schlafzimmer zurückkehre, drücke ich ohne zu zögern mit voller Kraft das Handtuch auf ihr Gesicht, bis sie ganz rot wird davon, dann blau. Sie strampelt wie verrückt. Ich kann sie kaum halten, muss mächtig auf ihre fette Masse draufsteigen und sie mit meinem Gewicht fixieren. Dann endlich liegt sie ruhig und schnarcht nicht mehr. Eine Ruhe ist das vielleicht. Wieder in der Küche verschlinge ich das restliche Rinsardinenbrot. Herrlich. Dann überkommt es mich. Zurück ins Schlafzimmer. Dort schneide ich ihr, weiß gar nicht, was über mich kommt, mit dem Messer sitzt so schnell die Nase ab, dass das Organ nur so gegen die Wand fliegt. Herr, was blutet das? Ist mir aber egal. Das ganze Blut bringt mich vollends in Rage und ich schließe ihr auch noch den Kopf abzuschneiden und dann die Arme und am besten auch gleich die Beine. Das geht aber nicht gut, weil da ja Knochen drin sind. Also hole ich mir aus der Küche das elektrisch betriebene Sägemesser. Als ich dessen Kabel in die Schokodose hinter unserem Bett stecke, da fällt mir doch glatt ein, dass die defekt ist. Ich muss also auch noch ein Verlängerungskabel aus dem Bandschrank in den Diel holen und es dort einstecken, was mich schon ein bisschen wurmt, weil es umständlich ist. Der Motor setzt sich sofort in Gang. Jetzt muss es sein. Ich bin mir ganz sicher. Jetzt werde ich einmal etwas nicht mehr verschieben. Es geht tatsächlich leichter mit dem Elektrischen. Lieber Schweinebraten, da bin ich geübt. Oh, da hatte ich nie Probleme mit dem Zerlegen. Mit dem ganzen Blut auch nicht. Das versickert schön unter meiner Frau in der Matratze und läuft Gott sei Dank nicht auf meine Seite. Und alle werden Mitleid mit mir haben. Die wissen doch sowieso, dass unsere Ehe nur eine Farce ist. Ja, Farce. Dieses Fremdwort liebe ich ganz besonders im Zusammenhang mit meiner Ehe. Sie ist mir nämlich schon öfter weggelaufen, meine Frau, aber früher. Und da haben sie immer Mitleid mit mir gehabt. Ich habe nämlich das Vergnügen, in unserer Siedlung eine ganz besondere Beliebtheit zu erfahren. Nach getaner Arbeit lege ich mich wieder auf meine Seite unseres Bettes und schlafe ein. Endlich ist das eine Ruhe. Bin sehr zufrieden mit mir. Selbst die Wanduhr stört nicht mehr. Sie ist nun eher wie eine Vertraute. Nein, sagen wir, so sehr wie eine Verbündete.
tickt weiter, als wäre nichts geschehen. So, als hätte sie mir ihre volle Unterstützung zugesagt. Ist jedenfalls nicht vor Schreck stehen geblieben, wäre ja noch schöner. Ich sehe mich von der Polizei festgenommen, habe die Sensationslust des Pöbels aus unserem Viertel zu ertragen, sehe mich vor dem Richter, der mich zu lebenslänglich verdonnert, sehe mich im Gefängnis von den anderen Einsitzenden verhöhnt, höre die Stimme zum Morgenappell: Aufstehen! Ich aus dem Bett, fahre in meine Klamotten, renne nach unten, Tür knallt zu, stehe an der Halte, jemand glättet mir die Haare. Ah! Meine Frau, 8.13 Uhr, neben mir. Sagt eine von 17 Rheinland-Grotesken im Frühjahr beim Schad Verlag. Zum Abschluss zeige ich Ihnen gleich etwas anderes jetzt.